Willkommen zurück, Leute, zu Final Fantasy 4. Ich bin viel, viel weiter noch gelaufen, bis ins Untergeschoss 11. Da hat sich die Umgebung noch ein bisschen verändert. Man sieht im Hintergrund schon einen, der sagt, muss Meister Zimus informieren. Irgendein Gegner, der auf uns zukommt. Ab hier nehme ich wieder auf. Es wird also jetzt irgendwie spannender gerade und mal gucken, was uns hier erwartet. So, der analysiert uns. Das ist nicht so gut. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich bete schon die ganze Zeit gegen an, weil wir nicht mehr so viele Zauberpunkte haben, Magiepunkte. Aber wir greifen weiter an, wie immer. Ich mach mal Protes irgendwie. Einfach mal... aus Sicherheitsgründen. Er analysiert uns hier von vorne bis hinten und informiert ihn wahrscheinlich. Ich hoffe, das wird nicht zu blöd enden. Wir müssen ihn töten. Das wäre das Beste. So, Protes, keine Ahnung, ob es hilft. Kritisch, schon mal gut. Wir heilen uns nebenbei. Jawohl, Kane haut auch wieder drauf. Ja. So machen wir weiter. Oh, das war's. Sehr schön. Haha. Nichts mehr mit ihnen informieren. Finde ich gut. Irgendwie wundere ich mich manchmal über Cecils Angriffsstärke im Moment. Aber er hat Excalibur ausgerüstet. Das ist komisch. Na gut. Dann lassen wir es mal so. Elixiere habe ich noch gefunden. Furiken-Dinger habe ich gefunden. Ja, bin hier weiter durch die Gegend gelaufen. Logischerweise. Sieht im Hintergrund so nach Wasser aus irgendwie. Das finde ich ganz cool. Schon wieder so einer. Okay. Aber so schwer fand ich den jetzt nicht. Also, so richtig Angst machen macht er mir jetzt auch nicht. Ich mach mal Shiva. Da muss er wieder Meister Zimus informieren. Ich dachte, das wäre jetzt einmalig gewesen. Aber okay. Weiß nicht, was der für eine Attacke noch kann. Außer den Typen informieren. Ich überspringe Shiva mal. Shiva hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Da macht Kane wesentlich mehr Schaden. Aber gut, jeder Schaden ist wichtig. Vielleicht können wir mal komm, wir machen mal nochmal Eisra. Und springen auch nochmal. Springen, Kane, springen! Mit dieser coolen, spannenden Musik hier immer. Hast du schon einen Kraftschub gehabt, mein Lieber? Was mag er denn nicht? Wasser? Oh, jetzt hat er irgendwas gemacht. Wenigstens weiß man dann mal, was er so macht. Oder man lässt ihn schneller sterben. Gut, dann holen wir mal Leviathan. Vielleicht mag er den ja nicht. Boah, weniger noch als Shiva. Oh, das war's schon. Weiß man nicht, was er da macht? Keine Ahnung. So irrsinnig groß hier. Ich mach mal einen Screenshot nebenbei. Auch wenn man hier gar nicht so viel sieht gerade. Aber es ist so weitläufig. Echt krass. Ja, und ein Kampf nach dem anderen. Er ist schon wieder echt... ist ein bisschen übertrieben, wie gesagt, dass immer so alle paar Sekunden auch dann noch derselbe Gegner kommt. Das ist irgendwie... ja, ist halt nervig. Wenigstens kriegen wir durchs Beten wieder unsere MP aufgebessert. Was ich gut finde. Kloppen weiter drauf.
Mit Excalibur machen wir gerade nicht so viel Schaden, aber naja. Dann nicht. Edge, unser Schwertmeister mit Megaschaden. Echt, der ist stärker, finde ich, als Cecil mit Excalibur. So, Leviathan. Nicht so dein Ding, ne? Habe ich mir gedacht. Und dann nochmal Kane obendrauf. Das schmeckt. Jawohl. Gut. Lydias Stufe ist angestiegen. Wir sind unglaublich weit, wie gesagt. Weiß nicht, ob andere Leute, die das Spiel spielen, auch so viel hin und her gelaufen sind wie ich. Und geübt und geübt und gekämpft haben. Wer ist er denn? Den kennt man noch nicht. Den machen wir auch. Ich mach mal Protis vorsichtshalber, weil ich immer nicht weiß, was kommt. Und wir beschwören mal die Süßen. Er kontert. Oh je. Was macht er denn? Ich glaube, ein Protis ist gar nicht schlecht. Genau. Wir können auch kontern. Ein bisschen mehr Power als du. Jetzt kontert er wieder hier mit seinem Protis. Ich bete mal. Ich werfe mal so eine Shuriken-Dinger. Das mögen die meistens nicht, die mit Protis und so. Den habe ich beschworen. Ach, die Sylphen. Er macht konfus. Aufgepasst. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Keine Wirkung auf die anderen. Und Kane hat drauf gekloppt. Und das war's. Hahaha. Blöd, Mann. Hast mich ja gar nicht mal erwischt. Edge, Badge. So, vor allem mag ich sie. Sind Cecils Gedanken. Er macht sich echt viel Gedanken. Im Moment sagt er immer was anderes, wenn man ins Tagebuch von ihm geht, sozusagen. Muss ich hier irgendwie mal jemanden medizieren oder so? Geht's allen gut? Ich hatte so das Gefühl, irgendwie geht's nicht allen gut. Wo bilde ich mir das ein? Bilde ich mir das nur ein? Okay. Was? Wo gehen wir denn hier? Hier so ein Lichtkugel-Ding entgegen. Sieht aber mega schön aus. Auch wenn es diese süße Kindergrafik ist. Ich wollte nach links. Ach so, ich laufe hier völlig falsch. Gut. Monduntergrund, Untergeschoss 11 vollständig. 3 Mondschleier erhalten. Yeah. Und ich habe euch schon so viel erspart an Kämpfen. Monduntergrund, Untergeschoss 12. Ich kann schon gar nicht mehr reden hier. Mann. Jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los. Golbez, Fusoya. Da ist er, Cimus. Oder Cemus. Oh nee. Und er auch noch. Ach, die kämpfen hier. Achso. Kann gerade nichts machen. Ich guck mal zu. Fusoya und Golbez kämpfen gegen Cimus. Cool. Bestimmt keine Wirkung, ja. Kann man so ein bisschen wenigstens abgucken, wenn wir jetzt gleich gegen ihn kämpfen müssen. Was denn gut hilft. Sanctus hilft immer. Sei denn, der macht Reflekt. Das ist dann... Fusoya, es ist fast vollbracht. Leg alle Kraft in Meteo. Das werde ich. Ja, bedient euch all eurer Kraft. Aha. Doppelmeteo. Doppelmeteo. Das haut den doch weg. Alter, auch wenn meine sterbliche Hülle vergeht, mein Geist lebt ewig. Okay, die haben seine sterbliche Hülle erledigt. Und wir dürfen gleich gegen seinen Geist kämpfen. What a waste. Such incredible power. And all of it warped to evil ends. Hey! Oh, you've come.
Looks like we were too late. You were supposed to leave him for me. Cecil. Cecil. Ja. Null Schaden mit Meteo. Oh mein Gott. Es bringt nichts. Meteo wirkt bei ihm nicht. Golbes, benutze den Kristall. Du wandelst auf den Pfaden der Dunkelheit. Der Kristall wird für dich nicht erstrahlen. Du wirst dich nur in noch mehr Finsternis hüllen. Sterbt! Indeed. Now is the time we pray for them. No, for the entire world. Palum, Holum, we must see that all the prayers made here reach Cecil and his friends on the moon. Cecil, my friend. This is your chance. Please have courage. We'll all be waiting for you. Return safe. For the sake of the whole Earth! Rise up! Our prayers are with you. Come on, you can do it! Cecil! Everyone! Great Moon! Please, hear our prayers! Brother! Cecil, it must be you. Zeromus, this is the end for you, not us. Die sind ja alle tot. Warum sind die alle tot? Palum, Cecil! Wir helfen euch mit unserer Magie! Och, ich mag Palum und Porum. Und es ist auch so toll, dass die wieder da sind. Die Gebete der beiden spenden Leben. Und dann geht's ab in den Mega-Bosskampf hier. Ins Finale!
Seid mutig. Glaubt an euch. Achso, glaubt an euch. Das war Teller. Oh Mann, die beiden sind ja gar nicht mehr da. Die Gebete der beiden spenden Kraft. Konzentriert euch. Kommt zurück, hört ihr? Die Gebete der beiden spenden Vitalität. Mond, hülle sie in dein Licht. Bruder. Oh, Golbez und Cecil mögen sich wieder. Benutze die heilige Kraft in dir. Speise damit den Kristall. Und Golbez soll mal mitkämpfen. Zeromus, zeig dein wahres Gesicht. Die Gebete der beiden geben Cecil heilige Energie. Oh oh, jetzt geht's los. Okay, es geht los. Bahamut. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen und schaffen und was der da vor allem mit uns macht. Der macht bestimmt Meteor oder so. Das ging daneben. Das wäre schon mal toll. Dann wirf mal so eine Schuriken. Können wir ihn noch nicht angreifen? Können wir irgendwie nur für uns was machen? Kann das sein? Ich glaube, wir können nur für uns schon mal was tun. So wie es aussieht. Ja. Okay. Kannst du jetzt mal was machen? Oder? Es geht immer daneben, egal was ich mache. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade, bin ich ehrlich. Hallo? Auf was warten wir hier eigentlich gerade? Ja, aber solange dieses Düdüdü-Musik da ist, ne? Scheint ja alles irgendwie... bewirkt langen Stopp. Komm, mach mal einen Stopp. Es geht nicht. Cecil? Können wir noch irgendwas benutzen für uns? Sollen wir irgendwie... Habe ich was verpasst? Soll ich irgendwas benutzen, was... Habe ich irgendwas verpasst? Können wir weglaufen? Nö. Jetzt laufen die ganze Zeit, ne? Greif mal an. Bin verwirrt. Und alles dreht sich und unsere Krieger laufen und laufen. Ja, das ist schön. Es ist so doof. Und es ist auch so blöd, dass sie nie aufhören mit dem Laufen. Und wenn wir einfach nochmal was beschwören? Hier so ein Alfred. So doof. Sollte ich irgendwas benutzen? Ich hab's nicht kapiert. Wahrscheinlich, ne? Guck mal hier, sie beschwört nochmal Alfred. Das hat auch nichts gebracht. Was soll ich denn benutzen? Götterzorn? Nö. Ein Köder. Komm mal her jetzt. Komm, greif mal an hier, du Ding.
Qualbart, Stummglocke, Vampirzahn. Kann man sich alles hier nebenbei angucken? Es stimmt doch irgendwas nicht, oder? Oder was? Nicht total doof? Hier, Komet. Komet. Komet ist toll. Hm? Nicht schützen. Ja, ich glaube, ich habe irgendwas... oder so. Meteor, komm. Nö, null Schaden. Yeah. Ich mache mal kurz einen Cut und frage mich gerade, was ich machen soll. Aber ihr merkt es ja selber gerade, ist sehr lustig, weil wir gerade mitten im Finale sind. Aber okay, wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 4 im Finale. Mit einem tollen Bossgegner. Der uns aber bestimmt noch mächtig vermöbeln wird. Also, bis dann.